hier mit meinem zweiten Video für von dir. Ich will dir einmal sagen, wenn die irgendwo weiten brücken in diesem Leben, dort ist, wo die mit Gott stehen, wo die hingehen, aus dem Himmel nennen oder in der Hölle nennen, für ewig. Hier ist eine Antwort von Gott, wer an Gott sein Sehen läuft, weit bis sich am Hort, höchste Mal, weit bis sich am Hort, dort es so ist. Wer Gott nicht läuft, den nennt Gott damit einen Lehrer. Weil's heute läuft dort nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Gott hat gesagt, dort hat uns ewiges Leben gegeben hat, und das Leben ist an seinem Sehen. Wer Gott seinen Sehen hat, hat Leben. Und wer seinen Sehen nicht hat, hat auch nicht Leben. Das schrieb er könnt, dass je an Gott seinen Sehen glauben, dort die ewiges Leben haben. Das ist hier so klar aus Wutter. Und da wird dort lehren, und dass wir dort nicht weiten können, dort sind alle Lehrer. Dort sind Lehrer, wo Gott seine Wahrheit nicht glauben darf. Und Gott wird die Utroden, wer ihn heute sagt. Man dort fällt, wird seine Namen drehen. Wird er diese Dinge kommen lassen. In der Pestilenz, der ist durch. Er wird dort falsch strafen. Und er wird dort falsch wahrnehmen. Dann hat er dort gesagt, dort sieht er. Das sagt er dann zu mir aus dein Nachwort, die mir meine Früh weggenommen haben. Das würden wir ein Ding, was passieren würden. Und so wie es sind, so wie es sind, das ist ein Prozess, das ist ein langer Prozess, was dort gegangen ist. Und er fängt von weit auf und er fängt von China an. Nun ist er vielleicht bei Italien. Aber der wird hier auch ankommen. Und ich merke in jedem einen Maut, wer sein Leben nicht klar hat mit Gott. Nehmt Jesus Christus an. Gott vergünt ab die Bäume knallen. Gebt ihm Jesus in Hand. Und sagt einfach so steht. Herr Jesus, ich weiß, dass du auch für meine Sünden gestorben bist. Du bist auferstanden. Du hast alles mehlig gemerkt. Ich habe dort immer verloren und ich habe dort keinmal nicht geglaubt, aber nicht glaube ich dort. Du bist mein einziger Retter. Vergeh mir meine Sünden und komm dir an mein Herz, ich will nicht verloren und ich will seelisch sterben. In deinem Namen, Jesus Christus, will ich nie für wieder meine ewige Lebenszeit am Psalm 91 bei dir sein. Und du sollst mein Schutz sein. Vergeh mir meine Sünden und nimm mich an, so als ich sein und komm an mein Herz, oh Jesus. Dankeschön, dass du mich angenommen hast, dass der Coronavirus mich nicht antasten wird, bloß wenn du dort wärst. Und wenn du dort wärst, so viel Eier sind ich tust. Oh, Jesus. Dankeschön. Wenn ich wieder Gottes sehen, und sprich einfach ein Gebet aus von dir für all die, wo du an Krebs leiden darfst. Jesus, du bist mächtig. Du bist der große Gott. Du wirst Gott sehen, was da zu rechten steht, und du sagst, wenn wir die beten wollen, wirst du uns geben. Ich bete an deinen Namen, Jesus Christus. Und jeder einer, der der Krebs krank ist, die merkt das nicht aus, aus der Heil sind oder aus der krank sind. Aber an deinen Namen, hoch zu preisen, heil in jedem einen sein Krebs, an deinen Namen, Jesus Christus, wo das Video wird nennen kommen, lässt den Krebs innerlich sein oder lässt den von Böte sein, dass den mich bedrehen, in eine heile Hütte kriegen, an deinen Namen, Jesus Christus. Du sagst, wenn wir beten wollen und dort glauben, was wir beten wollen, dort wollen wir kriegen. Das bete ich in deinen Namen, Jesus Christus. Ich glaube, dass du dort kannst und ich weiß, dass du dort down warst. Ich spreche in Seelen über Jünd. Alle, die krebskrank sind,
glaubt an Gott, glaubt an seinen Sohn Jesus Christus. In jüngst Schlamms Wort drehen und dort Wort heilen. Oh, Jesus, du warst immer so gut. Ich wünsche jedem Gottes Segen.